Herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Psychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es darum, wie Sie schlagfertig werden. Sie erfahren von mir 3 Tipps und 3 Taktiken. Und zum Schluss mache ich auch noch einen kleinen Test mit Ihnen. Das kennen Sie sicher, ne? Ich glaube, das kennt jeder von uns. Jemand macht eine dumme Bemerkung oder äußert eine Beleidigung. Oder jemand stellt eine unangemessene Frage oder versucht, sie irgendwie so verbal zu verunsichern. Ja, und was passiert dann? Ihr Blutdruck steigt, aber Ihnen fällt partout nichts ein, was Sie darauf sagen könnten. Das fällt Ihnen dann wahrscheinlich erst Stunden später ein. So ist es jedenfalls meistens. Und das ist auch gar kein Wunder. Denn wenn Sie ohne Vorwarnung von einem Kommentar angegriffen oder verletzt werden, dann befinden Sie sich in einer Stresssituation. Und in Stresssituationen, da wird unser Gehirn blockiert. Schlagfertigkeit ist deshalb eine Kunst, auch in so einer unangenehmen, stressigen Situation spontan verbal zu kontern. Und wenn man das kann, dann hat das natürlich viele Vorteile. Mit Schlagfertigkeit nehmen Sie einem Provokateur sofort den Wind aus den Segeln. Und der hat dann schlechte Karten, während Sie souverän und selbstsicher wirken. Dann verschaffen Sie sich auf diese Weise natürlich auch Respekt. Man kann Ihnen nicht einfach so den Boden unter den Füßen wegziehen. Und Sie gewinnen die Kontrolle zurück, die Ihnen jemand wohl abnehmen will. Sie setzen Grenzen und die zeigen Durchsetzungsvermögen. Außerdem steigert das, wenn Sie so direkt und gut kontern können, auch Ihr Selbstwertgefühl. Alles ganz schöne Gewinne, nur wie kommen wir denn dazu, so schlagfertig zu sein? Schlagfertigkeit ist nämlich von Hause aus leider nicht jedem gegeben. Also sicher, es gibt manche Menschen, die sind von Natur aus so extravertiert und spontan. Man sagt dann auch, die haben ein flinkes Mundwerk. Also eine Frau hat dazu mal auf diesem Kanal einen netten Kommentar geschrieben, der das ganz schön illustriert. Als sie noch jung war, so um die 17, hat sie geschrieben, da hatte sie sich die Haare mal fuchsrot gefärbt und fand sich mit dieser Farbe ganz toll. Und da rief auf einer belebten Einkaufsstraße, wo sie gerade herging, ein junger Mann hinter ihr her, oha, schon wieder ein Rotfuchs und keine Flinte. Und ihre spontane Reaktion darauf war, ohne dass sie groß nachgedacht hatte, na sowas, schon wieder ein Affe und kein Käfig. Sie schrieb dann, sein Kopf wurde ihrer Haarfarbe ziemlich ähnlich und die Lacher hatte sie auf ihrer Seite. Also das ist so ein ganz nettes Beispiel, wie man ganz spontan auch schlagfertig reagieren kann. Aber gut, wenn Sie jetzt nun nicht zu denen gehören, die ein flottes Mundwerk haben, dann können Sie trotzdem schlagfertig sein. Das lässt sich nämlich lernen. Und genau dazu möchte ich Ihnen hier Tipps und Taktiken vermitteln. Mein erster Tipp ist, setzen Sie sich bitte nicht unter Druck. Sie müssen keine perfekt schlagfertige Antwort geben. Was Sie sagen, muss weder besonders klug noch besonders witzig sein. Wichtig ist, dass Sie überhaupt antworten und nicht einfach nur betreten schweigen. Erwarten Sie also bitte von sich nicht gleich eine brillante Reaktion. Die hat man nämlich meistens nicht. Und ohne diesen Druck wird Ihnen dann die Schlagfertigkeit leichter fallen. Also nicht gleich erwarten, dass Sie jetzt hier was ganz Geniales von sich geben. Dazu hilft aber dann mein zweiter Tipp, dass Sie trotzdem gut reagieren können, nämlich schaffen Sie sich ein Repertoire. Es ist immer gut, einen kleinen, einfachen Vorrat an Reaktionen zu haben, die eigentlich immer passen und die Sie ständig abrufen können. Wozu Sie also wirklich nicht besonders irgendwelche intellektuellen Fähigkeiten hervorbringen müssen. Und hier sind die 5, mit denen Sie auf nahezu jeden Spruch souverän reagieren können. Wenn Sie also angemacht werden, dann sehen Sie der Person gerade in die Augen. Sie dürfen gerne die Nase ein bisschen hochtragen und etwas arrogant wirken.
Und dann sagen sie auf diesen Affront nur, ach ja, oder so, so, oder interessant, oder ach, das ist Ihre Meinung, oder auch einfach nur, haben Sie damit ein Problem? Ich wiederhole nochmal diese 5 Passepartouts, die eigentlich immer funktionieren. Ach ja, so, so, interessant. Ach, das ist Ihre Meinung? Haben Sie damit ein Problem? Damit haben Sie schon so 5 Reaktionen, die Sie immer im Kopf behalten können und die dann auf der Stelle funktionieren. Mein 3. Tipp ist, lernen Sie aus Niederlagen. Wahrscheinlich haben Sie sich schon oft geärgert, weil Ihnen eine schlagfertige Antwort erst hinterher eingefallen ist. Aber immerhin, selbst wenn es Ihnen das passiert ist, nutzen Sie Ihre späte Erleuchtung, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und zwar merken Sie sich Ihre schlaue Antwort. Sie können sie bestimmt nochmal bei anderer Gelegenheit benutzen. Dazu möchte ich Ihnen gerne mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung nennen. Also ich bin auch nicht immer so schlagfertig auf der Stelle und kann das aus dem Ärmel schütteln. Und so ging es mir da auch. Vor einigen Jahren war ich in einer Talkshow als Expertin eingeladen. Also meine Aufgabe war, psychologischen Input zu geben. Ein weiterer Gast war ein bekannter Fernsehkoch. Ich nenne hier keinen Namen. Und ich erläuterte also in dieser Talkshow gerade einen psychologischen Zusammenhang. Da unterbrach mich der Koch und tönte lauthals, das ist doch völliger Blödsinn. Ich muss sagen, ich schwieg perplex. Und erst später, leider zu spät, fiel mir eine passende Antwort ein. Ich hätte nämlich gut sagen können, wissen Sie, lieber Herr X, ich verstehe etwas von Psychologie und Sie vom Kochen und ich rede Ihnen ja auch nicht in Ihre Rezepte rein. Ja, war zu spät und übrigens diese Passage, weil es eine Aufnahme war, wurde später auch rausgeschnitten, aber ich habe auch daraus gelernt. Man kann sich auch vorbereiten. Und wenn man mal es nicht so gut gemacht hat, dann kann man sich auch überlegen, wie hätte ich es besser machen können und das dann behalten und vielleicht ein andermal anwenden, so ein bisschen in Varianten. Wenn Sie außer dieser Vorbereitung generell noch ein paar Taktiken beherrschen, dann können Sie im Prinzip in jeder Situation passend reagieren. Und deshalb möchte ich Ihnen gerne 3 klassische Taktiken weitergeben, mit denen Sie immer das richtige Wort finden. Das erste ist die Rückfragetaktik. Gehen Sie also gar nicht auf den Inhalt ein, also was Ihnen da jemand um die Ohren haut, sondern verwandeln Sie das, was die Person sagt, einfach in eine Frage. Geben Sie also das als Frage zurück. Sagen Sie etwa, wie meinen Sie das? Oder warum sagen Sie das? Oder Sie stellen einfach eine Gegenfrage. Was stört Sie denn daran? In dem Moment, wo Sie gar nicht diskutieren, sondern einfach nur nachfragen, hat Ihr Gegenüber nämlich den schwarzen Peter und muss das dann erklären. Und ich kann Ihnen versichern, das ist gar nicht so einfach, mal eben so eine freche oder flapsige oder beleidigende Bemerkung zu machen, ist eins. Aber die dann erklären zu müssen, das wird dann wohl auch schon Ihrem Gegenüber schwerfallen. Also ne, einfach mal das als Frage verwandeln. Das wird Ihnen ganz leicht fallen. Das zweite ist die Zustimmungstaktik. Anstatt, dass Sie sich jetzt groß verteidigen, geben Sie Ihrem Angreifer doch einfach recht. Vorwürfe und Provokationen laufen nämlich auf diese Weise total ins Leere. Sagen Sie etwa, ja, so kann man das auch sehen. Oder vielen Dank für Ihre Meinung. Damit stimmen Sie nicht unbedingt inhaltlich zu, aber Sie respektieren das, was Ihr Gegenüber sagt, egal was es ist, als seine Meinung. So kann man es auch sehen. Danke für Ihre Meinung. Ja, dann, was will Ihr Gegenüber darauf noch sagen? Sie haben gewonnen. Meine 3. Taktik ist die Komplimenttaktik. Die funktioniert am ehesten, wenn Sie mit jemand auch wirklich auf Augenhöhe sind.
es empfiehlt sich vielleicht nicht so im Beruf, das unbedingt dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten so nahe zu bringen. Aber so auf Augenhöhe kann man das schon mal machen. Und zwar ist es ja, wie gesagt, die Komplimente-Taktik. Machen Sie ein übertriebenes Kompliment, das ganz ironisch verdeutlicht, dass Sie die Bemerkung unpassend finden. Etwa so: Oh, vielen Dank für diesen äußerst wichtigen Hinweis. Oder: Sie sind natürlich eine ausgewiesene Expertin oder ein ausgewiesener Experte für dieses Thema. Also ruhig so Kompliment und ja, großartig, was Sie da gesagt haben. Aber man muss dann Ihrer Stimme auch anhören, dass Sie das nicht so ganz ernst meinen, denn sonst würde das ja daneben gehen. Das funktioniert eigentlich so bei, sagen wir mal, frechen oder flapsigen Bemerkungen oder ja, wenn jemand einfach Ihnen mal so ein bisschen was Böses tun will. Aber was tun Sie bei wirklich aggressiven verbalen Attacken? Was soll man da machen? Die meisten Bemerkungen sind frech, vielleicht auch unverschämt und provokant, bringen unser Blut in Wallung, aber sie sind nicht unbedingt bösartig. Anders ist es bei wirklich aggressiven Attacken. Ziel solcher aggressiven verbalen Attacken ist es, sie zu provozieren und sie dazu zu bringen, sich aufzuregen, am besten noch vor Publikum. Und das wird etwa durch Bemerkungen unter der Gürtellinie erreicht. Man will sie zu einer unklugen Reaktion verleiten. Und in dem Fall ist es ganz wichtig, dass Sie nicht dem Inhalt Paroli bieten, sondern dass Sie die unsachliche Art der Kommunikation zum Thema machen. Stellen Sie Ihr Gegenüber mit der Form seiner Aussage bloß. Das kann sich etwa so anhören: Ihre Bemerkung war unsachlich. Oder: Ich bitte Sie, wenigstens die Grundformen der Höflichkeit zu wahren. Oder etwa auch: Auf diese Art der Kommunikation reagiere ich prinzipiell nicht. Also wehren Sie einfach diese Art, mit Ihnen zu sprechen, ab, ohne dass Sie irgendwie auf den Inhalt eingehen. Damit dürften Sie jetzt einige nützliche Tools in Ihrem Handwerksköfferchen haben. Und ich möchte nochmal wiederholen, was Sie für Ihre Schlagfertigkeit nutzen können. Erstens benutzen Sie ein Zwei-Silben-Wort wie so, aha, ach ja oder auch interessant. Zweitens stellen Sie eine Rückfrage oder eine Gegenfrage. Wie meinen Sie das? Und bringen Sie Ihr Gegenüber auf diese Weise dazu, sich erklären zu müssen. Drittens geben Sie demjenigen, der Sie da angreift, Recht. Und zwar, indem Sie einfach sagen: Ah ja, das ist Ihre Meinung oder so sehen Sie das. Das vierte ist: Machen Sie ein ironisches Kompliment. Und das fünfte ist, wenn es sich wirklich um eine Aggression handelt, dann weisen Sie auf die Unverschämtheit und die Unsachlichkeit oder die Unhöflichkeit dieser Aussage hin. Sie werden sehen, dass Sie mit diesen Taktiken schon ganz gut versorgt sind und kontern können. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich auch mit Ihnen noch einen kleinen Test machen möchte. Ich hoffe, Sie haben sich jetzt schon einiges gemerkt von den Tipps und Taktiken, denn die sollten Sie jetzt anwenden. Ansonsten gucken Sie sich das Ganze nochmal an und machen dann den Test. Also, ich fordere Sie jetzt mal heraus. Und schauen Sie doch mal, was Sie gegen meine Unverschämtheiten einwenden können. Also erstmal: Sie haben davon doch gar keine Ahnung. Was sagen Sie? Also, Sie müssen auch immer das letzte Wort haben. Ach, wissen Sie, jemand wie Sie würde ich nicht mal zum Putzen einbestellen. Na, was sagen Sie? Sagen Sie mal, wer hat Sie denn eingeladen? Also, Sie sehen ja aus, als hätten Sie die Nacht durchgefeiert. Ja, das war mein Minitest. Wie hat es denn so geklappt? Wie ich sagte, wenn es noch nicht so schnell ging, dann trösten Sie sich,
das ist nur Übungssache. Bleiben Sie am Ball. Trainieren Sie am besten in unwichtigen Situationen, wo Sie also nicht so wahnsinnig unter Druck stehen, dass Sie einfach mal wagen zu sagen, was Ihnen da so durch den Kopf schießt. Das ist meistens schon eine ganz gute Übung für Schlagfertigkeit. Schlagfertig zu sein hat natürlich auch mit Selbstbewusstsein zu tun. Und wenn Sie da noch mehr an sich arbeiten möchten, nicht nur in puncto Schlagfertigkeit, sondern ganz generell, dann habe ich einen Videokurs und zwar heißt der Selbstbewusstsein stärken, gelassen, ich selbst sein. Der ist allerdings nur für Frauen. Und Sie finden alle Informationen dazu auf meiner Website vlodarek.de unter Angebote und da finden Sie auch einen kostenlosen Schnupperkurs. Ja, und dann habe ich auch noch etwas für alle. Das ist mein YouTube-Buch. Da habe ich 63 Texte meiner YouTube-Videos zusammengestellt, die interessantesten Themen. Und das finden Sie auf Amazon, dieses Buch. Aber selbstverständlich freue ich mich auch sehr, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Auch das ist natürlich kostenlos. Und wenn Sie weiter sagen, dass es ihn gibt. Und gerne auch Kommentare, dann weiß die Community und ich auch, was Sie zu dem Thema denken. Aber jetzt wünsche ich Ihnen wirklich zunächst mal, dass Sie alles dieses Handwerkszeug gut benutzen können. Und wenn Ihnen jemand jetzt irgendwie was Unangenehmes um die Ohren haut, dass Sie ihm wirklich Paroli bieten können. Alles Gute!